Erst als es zaghaft zu tauen begann, wurde das ganze Ausmaß der Verwüstung sichtbar. Irgendetwas war eingeschlagen, wie 50 Megatonnen auf Novaya Semelia. Die Grenzsteine waren in der Verwerfung verschwunden. Was blieb, waren Ruinen am Rande des Kraters. Schemenhafte Ansichten, gespielt auf die heulende Erde. Nichts davon war wirklich alt. Mancher hatte sich daran bedient. Kinder der Leere, Propheten des Lichts.